7 Meter lang, aber unglaublich schmal. Das ist der Globus und hier haben wir den Globus GT. Wir haben den Produktmanager von Detlefs dabei. Ich grüße Sie, Florian. Hi, servus. Ja, das Wetter, das spielt euch voll in die Karten. Es kam etwas spät, dieser Frühling, oder? Hast du das Gefühl? Allerdings, ja, gerade hier im Allgäu haben wir ja doch immer ein bisschen länger Schnee und auch Kälte. Aber jetzt ist gut, dass der Frühling da ist und jetzt kann die Reisemobilsaison dementsprechend volle Kanne starten. Ja, das ist kein System, das wie früher in, ich sag mal, dem geteilten Deutschland war, wo ihr sagt, es gab nur ein Reisemobil und ihr könnt das kaufen und 20 Jahre warten, sondern ihr seid unter großem Wettbewerb. Jeder guckt, was ihr macht. Ihr habt sogar Wettbewerb im eigenen Hause. Die Hümer Group hat viele Marken. Ihr seid eine alteingesessene deutsche Marke aus der Hümer Group, Detlefs. Ja, eigentlich kann man sagen, wir sind die älteste eingesessene Marke mit Gründung 1931 und dementsprechend jetzt gerade erst 90-jähriges Bestehen gefeiert. Können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir da die älteste Marke sind, der Erfinder vom Wohnwagen, ein gewisser Pionier in der Caravan-Branche. Und natürlich stehen wir im Wettbewerb, sowohl extern als auch natürlich in der Gruppe, wobei man in der Gruppe ganz klar sagen muss, dass wir uns vernetzen, dass wir uns auch aufeinander ein wenig achten. Aber jeder geht natürlich seinen eigenen Weg und jeder ist für seinen eigenen Erfolg und seinen Absatz zuständig. Was war in der Gruppe der größte Grundrisserfolg, den ihr hattet? Mitunter der teilintegrierte mit Hubbett, das hat es in den letzten Jahren ja ordentlich revolutioniert, den gesamten Markt. So, das gab es nicht immer. Das gab es noch nicht immer, ne? Es war nicht von Anfang an da. Und das würde ich sagen, ist mitunter ein sehr großer Erfolg. Ja, der Vollintegrierte hat einen riesen Vorteil. Er ist länger frisch, so würde ich es mal sagen. Das ist so ein bisschen wie die Haarmilch. Denn du siehst von außen nicht, was für ein Basisfahrzeug drunter steckt auf den ersten Blick. Das macht die Sache sehr wertbeständig, oder? Wertbeständig und für uns natürlich auch dankbar, weil wir natürlich unser Gesicht, unser Markengesicht spielen können. Du siehst es hier, du siehst nicht, welches Basisfahrzeug drunter steckt, von außen zumindest. Natürlich im Innenraum, im Armaturenbrett wirst du es nachher erkennen. Aber es ist uns natürlich auch wichtig zu zeigen, hey, hier kommt ein Detlefs. Und das ist natürlich mit dem vollintegrierten Punkt 1 besser möglich. Dadurch, wie du es gerade sagst, ist er länger wertbeständig, behält länger sein eigenständiges Gesicht und er liegt nicht ständig den Änderungen des Chassisherstellers. Ich habe ja die ganz neuen Modelle heute gesehen, XLI. Da habe ich gedacht, mein Gott, ist das denn noch Detlefs? Weil ihr habt ja viele alteingesessene, auch Hersteller von Wohnwagen, die so ein bisschen darunter litten, dass man denen unterstellt hat, ihr seid vom Design her eher, ich sag mal, ein bisschen konservativ, darf ich so sagen. Ja, Aber das hat sich geändert. das hat sich absolut geändert. Die ganze Branche war lange konservativ. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben relativ früh den Weg eingeschlagen und sind dort ein bisschen frischer und vielleicht auch hier und da aktiver im Design geworden, weil wir eben genau diesen faden Weg des Einheitspreis so ein bisschen verlassen wollten. Angefangen hat das ganze Thema vielleicht auch wirklich so schon vor mehreren Jahren mit immer wieder Ideen. Wir haben ein ganz komplett Interieur weißes Fahrzeug vorgestellt. Wir haben mit dem Premium-Liner, den wir ursprünglich mal hatten, runde Formgebungen in Fahrzeuge gebracht, runde Küchen, runde Möbel oder abgerundete. Und das sind alles Punkte, wo ich vom Designer sage, da sind wir schon sehr frisch unterwegs und nicht eben dieses biedere Eichenkonzept. Ihr habt ja viele Kunden, die neu auf das Thema stoßen. Trotzdem, ich sag mal, seid ihr ja gezwungen, Fahrzeuge zu bauen, die leider lange halten müssen. Schöner wäre es ja, sie würden exakt 8 Jahre halten, dann verfallen. Jeder müsste sich dann ein neues Reisemobil kaufen, aber die sind ja wirklich ewig unterwegs. Das heißt, ihr müsst heute schon planen für in 20, 30 Jahren, was das Thema Wiederverwendung von Rohstoffen angeht und so weiter. Das ist ein Riesenthema, auch für dich, oder? Absolut klar, darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Wie du es gerade sagst, im Schnitt werden die Fahrzeuge so 20 Jahre gefahren und benutzt. Und danach kommt eben die Welle, wie es dann damit weitergeht. Das sind unglaublich nachhaltig. Das heißt also, Fahrzeuge werden viel länger benutzt als PKWs, fahren gar nicht so viel. Also klar, es gibt die, die ganz viel fahren, aber guck dir mal an, hier so ein DPD-Fahrzeug, auch auf Fiat Ducato, fährt dann seine 300.000, 400.000 Kilometer und hier sind wir dann oft bei nur 100 Ja, dann. genau. Ja, absolut. Dafür ist es ein Urlaubsfahrzeug, gerade in der Größe, wo wir jetzt hier vorstehen. Kein Alltagsfahrzeug, weil einfach so nicht realisierbar in der Größe. Und dadurch dementsprechend auch die geringere Laufleistung und die höhere Nachhaltigkeit, ja.
Also Nachhaltigkeit heißt, ein Fahrzeug wird nicht immer nur von einem genutzt. Oft wird es in der ganzen Familie rumgereicht. Also die Tochter fährt, der Sohn fährt. Vermuten wir stark. Ich weiß es. Dass es absolut so ist. Konzipieren unsere Fahrzeuge auch dementsprechend so, weil wir eben dann sagen, wir müssen immer die 3,5-Tonnen-Klasse einhalten, weil Papa vielleicht noch den alten Führerschein hat und womöglich bis 7,5 Tonnen fahren darf. Und die Tochter, der Sohn, dann dementsprechend vielleicht schon den neuen B-Führerschein hat mit 3,5 Tonnen. Dementsprechend ist unser Kernmarkt, unsere Kernfahrzeuge rangieren im 3,5-Tonnen-Bereich. Ja, ihr habt solche Verkleidungen an der Seite, die haben jetzt keine Funktion, sage ich mal, die sind schön. Und die gibt es nicht bei jedem Modell, oder? Nein, die gibt es nicht bei jedem Modell und es ist wirklich nur ein Optik-Aspekt, den wir hier mit einbringen wollen, gerade am Heck ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen mit diesen Aufsatzteilen, wie du sie hier filmst. Der Heckleuchtenträger, der ist nachher identisch, aber du kannst eben wählen, möchte ich auf diesem Heckleuchtenträger diese Aufsatzteile drauf haben, einfach nur ein bisschen markanter. Ich will die haben. Die sind schön, denn ich zeige euch mal gerade das Ganze. Sieht wahrscheinlich so aus, wenn es nicht hat. Erinnert so ein bisschen an Wohnwagen, muss man sagen. Aber es tut der Funktion keinen Abbruch, oder? Es ist kein Unterschied. Wie gesagt, es ist nur Optik. Von der Funktion her reicht das vollkommen aus. Es muss eben ein dichtes Heck sein, ja, damit Feuchtigkeit und alles draußen bleibt. Und das ist eben sowohl beim linken als auch beim rechten Fahrzeug gegeben. Und diese Aufsatzteile, wie gesagt, reine Optik, gehen oben dann schön in diese Dachreling über. Ist der Hammer, die Reling, oder? Die kann man sogar dann noch mit Zusatz Trägern versehen, sodass ich da oben also meine Surfbretter oder meine Skibox installieren könnte. Astab Weiser ist ja auch nicht schlecht, also wenn es da ist. Ja. Aber das Design, ich sag mal so eine Reling da oben, das gibt dem Fahrzeug eine unglaubliche Dynamik, oder? Genau, deswegen auch der Zusatz GT. Wir wollen damit ja schon so ein bisschen anspielen auf Gran Turismo, auf ein bisschen mehr Markantheit und Sportlichkeit. Und da passt das Thema ganz gut dazu, auch mit der Reling. So, und die Beklebung von außen, ihr habt Designer dran, das muss man ja ganz vorsichtig angehen, so eine Geschichte, gerade wenn ihr viele Stammkunden habt. Der GT kommt super an, oder? Der GT kommt wirklich gut an, genau. Er macht einfach mehr her. Es ist nicht nur der weiße Kühlschrank, der jetzt hier durch die Gegend fährt, sondern eben aufgrund der Beklebung da noch ein bisschen mehr Schick dabei. So, ich zeig mal rein. Heckgarage, großes Muss in Deutschland, denn wir sind ja, glaube ich, Vorreiter, was E-Bikes angeht, zumindest mit Mittelmotor. Sonst was irgendwie drin ist, das explodiert ja genauso wie Wohnmobile, oder? E-Bikes? Genau, ja, E-Bikes hat, glaube ich, schon nahezu jeder zu Hause. Nee, stimmt gar nicht. Ich stehe auch noch auf Normalradeln, aber dann habe ich mich da falsch ausgedrückt. Nein, du hast eigentlich recht. Eigentlich ist das so, aber das ist ein Riesenwachstumsmarkt. Also können noch... Ich glaube, 12 Millionen können noch eins kaufen. Echt? Okay, habe ich noch nicht nachgeschaut. Nein, aber wir gehen auch davon aus, dass der Großteil unserer Kunden mit dem E-Bike unterwegs ist. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Heckgarage eine ausreichende Traglast hat. Ich zeige das mal gerade, dass man dich mal gerade daneben zeigt. Wenn du dich mal gerade reinsetzt mit dem Popus, einfach mal zeigt, das ist eine große Heckgarage, oder? Das ist eine große Heckgarage. Ich müsste jetzt lügen, exakt weiß ich es nicht. Wir sind, glaube ich, bei 1,10 Meter Einlademaß der Klappe hier, sodass ich also ganz entspannt meine Fahrräder auch reinbekomme, ohne den Lenker jetzt extra absenken zu müssen, den Sattel absenken zu müssen. Die können hier wirklich schön reingestellt werden. Auch hier GFK. Ich glaube, seit 2013 alle Dächer in GFK. Ja, habt ihr euch entschieden. Denn der Vorteil ist natürlich für die Versicherung, ist das nochmal ein bisschen günstiger? Es ist günstiger, es bietet einen größeren Schutz, auch gerade bei leichtem Hagelschlag und allem, bei den Witterungseinflüssen. Deswegen setzen wir da schon relativ lange drauf, sind aber weiterhin auch ein Verfechter für Alu-Glattblech im Außenbereich. Allerdings hier bei dem Modell jetzt auch mit GFK in der Außenwand. Das ist aber rein ein Gewichtsthema für uns. So, und der hat jetzt GFK hier? Ja. Ja. Also man kann es oft sehen, es spiegelt etwas schöner, so kann man das GFK sehen. Der Vorteil ist, es ist etwas resistenter gegen Schläge. Ja. Also wenn jetzt mal ein Fahrradlenker daneben fällt, hat man nicht gleich eine Delle. Genau, nicht gleich die Beule drin, hält ein bisschen mehr ab. Aber natürlich, wenn ein starker Schlag kommt, dann habe ich auch da meinen Riss drin. Das ist nicht vermeidbar. Ja, der Fachhandel, der soll bei euch beratend ja tätig sein und der ist aber auch derjenige, der viele Dinge auch nochmal nachrüsten kann. Heißt, der Kunde beginnt zum Beispiel mit ganz normalen AGM-Batterien, kann später das nachrüsten. Das ist dafür vorgesehen, das Fahrzeug, oder? Genau, das versuchen immer die Nachrüstung und auch weitere Komponenten zu berücksichtigen, damit der Handel es Punkt 1 auch einfacher hat und Punkt B der Kunde die Möglichkeit hat, sich sein Wunschfahrzeug später auch perfekt zusammenzustellen. Weil es ist natürlich immer ein Unterschied, bestelle ich
mein Wunschfahrzeug hier bei uns beim Hersteller, dann brauchen wir einfach eine gewisse Zeit, bis wir auch ausliefern können. Wir haben einen gewissen Vorlauf, den wir einhalten müssen aufgrund von Bestellungen und so weiter. Es ist natürlich einfacher, ein Bestandsfahrzeug beim Handel zu kaufen, weil das sehe ich gerade schon, das kann ich direkt vielleicht mitnehmen. Und dann ist es eben wichtig, dass dieses Fahrzeug auf meine Bedürfnisse angepasst werden kann. Ach so, das heißt, der Händler, der bestellt das in einer Variante, wo er das individuell konfektionieren kann vor Ort. Er kann eine Sattanlage drauf machen, er kann Solar drauf machen, er kann das drauf machen, was der Kunde will, kann dadurch auch zeitgerecht liefern. Wenn er clever ist, ja. Natürlich. Nein, wir bieten zum Beispiel ein Vorbereitungskit an. Er beinhaltet bei uns die Vorbereitung für Rückfahrkamera, Sattanlage, Solaranlage, Dachklimaanlage. Rückfahrkamera habe ich schon gesagt, egal. Mhm. Und dieses Kit würde ich jedem Händler, also bestellt eigentlich jeder Händler mit, damit er dann dementsprechend auch damit er die Kabel nicht extra legen muss. Möglichkeit hat, genau, da relativ schnell die jeweiligen Komponenten zu verbauen, genau, und die Kabel nicht mehr ziehen muss. So, große Aufbautür, 60. Ganz wichtig bei uns, ganz wichtig bei uns, haben wir, oder setzen wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren ein, wenn wir einfach sagen, der Komfort ist viel, viel höher für den Kunden und auch beim Betreten des Fahrzeugs. Du kommst viel bequemer rein. Du stellst dir jetzt mal vor, du möchtest hier draußen frühstücken, ja, hast ein Tablett vielleicht drin zusammengestellt, möchtest jetzt rausgehen durch die schmalen Aufbautüren, vielleicht mit irgendwelchen Stüfchen dann noch. Ja. Eurobox. Ja, da stolper ich immer durch die Gegend, aber hier kann ich wirklich entspannt auch mit der Eurobox oder sonst was rein und raus und ist ein großer Komfort zu gewinnen, auch wenn wir damit mitunter einige Nachteile im Innenraum, in der Innenraumgestaltung eingehen müssen, aber dieses Feature breite Aufbautür ist extrem wichtig. Stell ich mal kurz mal auf die Stufe bitte, denn der Chassis ist ja relativ tief, wir sind ja jetzt nicht in einer Liner-Klasse, wo ich 4 Stufen hochgehen müsste, solche Fahrzeuge habt ihr auch. Doppelbodenkonzept ist hier schon mit drin? Nein, das ist natürlich ein Einfachboden, wir basieren hier auf einem Tiefrahmen-Chassis, das heißt Tiefrahmen, damit wir dementsprechend noch einen relativ niedrigen Einstieg generieren können, führt aber auch immer dazu, dass wir, wenn du im Innenraum filmst, solch eine Stufe irgendwo im Wohnbereich vorfinden müssen, einfach der Höhenunterschied zwischen Fahrerhaus und dann dem Tiefrahmen, auf dem Rahmen sitzt dann der Aufbau. Also muss ich diesen Höhenunterschied irgendwo überbrücken. Das ist eben jetzt hier die Stufe im vorderen Bereich. Mitunter bei einigen Fahrzeugen auch am Markt zu sehen, dass diese Stufe mitten im Wohnraum existiert. Dann habe ich natürlich immer diese Stolperfalle. Nee, deswegen gehe ich extra darauf ein. Wir setzen die ganz bewusst dort nach vorne, diese Stufe, weil sie dort nicht im täglichen und im ständigen Hin- und Herlaufen im Weg ist. Ja? Also ich kann kaum drüber stolpern. Wenn ich da entspannt in den Fahrersitzen sitze, dann kann ich da meine Beine auflegen. Aber ich stolper eben nicht im Fahrzeug kreuz und quer durch die Gegend. Cool. Geh mal bitte rein. 1 Meter und 98 Innenstehhöhe. Innenstehhöhe. Du bist jetzt wie groß? 1,70 Meter groß. 1,70 Meter groß. Ich habe ordentlich Platz. Okay, aber auch ich mit 1,85 plus Schuhe, kein Problem. Der Boden, ich habe gelernt, und du wirst mich jetzt unterbrechen, wenn das nicht stimmt, zumindest bei Wohnwagen haben jede Baureihe hat ihr eigenes Design. Kann ich hier den Boden wählen? Kann ich hier auch die Betonaugte haben? Nein, also jede Baureihe, sowohl im Reisemobil als auch im Wohnwagen, hat ihr eigenes Design, ja. Das ist auch richtig. Wobei ich sehe gerade, es ist ja Betonoptik, oder? Es ist Betonoptik hier, ja. Aber auf den Faktor einzugehen, ich möchte tauschen. Nein, diese Varianz können wir uns heutzutage einfach nicht mehr leisten. Ansonsten könnten wir noch viel weniger Fahrzeuge fertigen, als wir es heutzutage schon tun. Um in Serie fertigen zu können, brauchen wir eine gewisse Gleichheit. Und die ist gerade im Design extrem wichtig, damit Möbelteile auch vorgefertigt werden können, damit Böden vorgefertigt werden können. Und da sind keine Varianten möglich. So, du bist ja ein paar Jahre dabei, das helle Holz. Es hat sich angebahnt, dann kam es. Mhm. Habt ihr sofort reagiert oder habt ihr euch das erstmal angeschaut? Nee, wir haben relativ schnell reagiert. Es gab eine ganze Zeit lang, da war dunkles Holz, dann wurde als edel und werterhaltend Kirsche definiert, genau. Und dann kam relativ schnell helles Holz. Da waren wir mitunter bei den ersten mit dabei. Da haben wir ziemlich schnell die Sachen auch schon in der Schublade gehabt. Das ist krass, also was so, ich sag mal, Designunterschiede, wie die sich erstmal einleben müssen bei den Menschen, die dann sagen, oh, das gefällt mir nicht, dann haben es immer mehr und dann sagt man, jo, eigentlich ist es doch nicht schlecht. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Zahn der Zeit, da könnt ihr nichts dran ändern. Wenn du die Fahrzeuge siehst von vor 10 Jahren, die sehen einfach aus wie vor 10 Jahren. Oder? Genau, ja, nee, das braucht immer eine gewisse Zeit, bis sowas sich dann wirklich auch im Markt setzt und bis wir dann als Hersteller auch spüren, dass die Nachfrage da wirklich auch da ist und stetig da ist, dann gewinnen wir natürlich auch das Vertrauen, es weiter zu tun.
und anzubieten. Aber bis das der Fall ist, vergehen schon immer 2, 3, 4 Jahre, bis das sich wirklich am Markt durchgesetzt und gesetzt hat. Du hast es gesagt, eine Option mehr einfach zu haben, macht Sinn, wenn man das Auto tauscht. Hier ist ein Hubbett verbaut. Das Ganze manuell ist mein persönlicher Fan, denn ihr habt ein Hubbett gebaut, wo man die Kraft nämlich beim Hochdrücken, nee, beim Runterziehen braucht, nicht beim Hochdrücken. Das, ja, mit Federn, ja. Mit Federn, zeig mal bitte, wie das geht. Okay. Also nur mal andeuten, dass wir das mal sehen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass man das mal ganz runterfahren, aber wenn du es ein bisschen runterfährst, nur mal, dass man mal sieht, das ist eine irre Liegefläche. Ja. Das ist natürlich toll, wenn Leute sich mal ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Es gibt ja Leute, die nicht zusammen schlafen, die zum Beispiel einzeln schlafen oder da eine schnarcht halt, da hat die Frau keinen Bock drauf und so. Mhm. Aber auch Kinder mitnehmen und so weiter. Würdest du sagen, Hubbett, ist das abwählbar bei dem hier? Abwählbar nein. Bei Integritten immer mit dabei. Das heißt, ich habe bei Integritten immer 4 Personen Schlafplätze mit dabei, so wie ich bei jedem Fahrzeug auch immer 4 Personen Gurtplätze dabei habe. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde es niemals abwählen, weil wenn wir wieder an Werterhaltigkeit und Wertbeständigkeit denken und Wiederverkaufswert, dann ist das echt ein Punkt, den ich immer bräuchte und besser verkaufen kann. Bei Doppelbodenfahrzeugen, bei hochpreisigen Fahrzeugen bieten wir die Option in Fall Hubbett mittlerweile an, merken aber, dass es wirklich sporadisch nur geordert wird. Mhm. So skurril. Den gefilmt morgen XLI ohne Hubbett. Genau, haben wir gezeigt. Den bieten wir ohne an. Ja, das ist ganz skurril. Die teuren, die größten Fahrzeuge, die werden dann mitunter nur als 2-Personen-Fahrzeug geordert. Aber in den Kernsegmenten ist das in Fall von Hubbett eigentlich nicht denkbar. So, setz dich mal bitte in die Sitzgruppe. Ja. Dann zeige ich mal gerade, ihr habt hier gar keine Experimente gemacht, wie ärgerlich. Ihr habt euch für die meistverkaufteste Sitzgruppe der Welt entschieden, nämlich die Standard-Van-Sitzgruppe oder ich sag mal die Wohnmobil-Sitzgruppe hin. Ich sitze jetzt gerade unter dem Hubbett und wenn man sitzt, dann merkst du es gar nicht, oder? Dann merkst du es gar nicht. Nein, es ist immer sehr gut integriert, finde ich bei uns, auch vom Design her optisch gut integriert, dass es auch auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Ja? Würde ich das jetzt mit dunklen Materialien gestalten, dann würde das wie ein Block über mir hängen und auch drücken. So ist es hell gestaltet, fällt gar nicht auf. Sitzgruppe, wie du gerade sagst, die gängigste Variante hier mit dem L-Schenkel noch, damit ich schön meine Beine auflegen kann. Fernseher gucken, Fernseher ist hinter dir. Exakt, und auch ein bisschen lümmeln kann, aber auch eben zu 4, zu 5 hier am Tisch sitzen kann. All die Möglichkeiten müssen wir in unseren Fahrzeugen berücksichtigen und dann auch realisieren. So, und hier sieht man auch schon, ich habe einen voll integrierten, das heißt, ich habe also immer auf der Seite nochmal richtig Platz, um Sachen abzulegen. Aber was ihr natürlich hier bei so einem, ich sag mal, Tiefrahmen habt oder bei einem nicht ganz so hohen Rahmen, ist eine Aufbautür, die sich öffnen lässt auf der Fahrerseite. Genau, bei Integrierten ganz wichtig, dass ich da bei der Fahrerseite auch nochmal aussteigen kann. Wenn ich an der Tankstelle stehe, ist das unter einem Komfortgewinn. Am Campingplatz würde ich jetzt eher sagen, nutzt du rein die Hauptaufbautür, um das Fahrzeug zu verlassen oder zu betreten. Aber gerade beim Fahren, Tankstelle, Mautstation und so weiter ist es extrem praktisch, hier die Fahrerhaustür zu haben. Ja. So, also, kleine Ansage, das ist noch ein 7er. Ausgeliefert werden im Moment an die Händler schon die 8er. Ja. Es kommt demnächst ein 9er, das ist auch kein Geheimnis mehr. Da wird es auch nochmal eine leichte Änderung geben. Aber ihr seid mit Fiat sehr zufrieden, was auch das Thema Zuverlässigkeit angeht. Pannenstatistik gegen 0. Wenn man nicht gerade irgendwo in einem Ausland an jemand gerät, der einem die Dieselpumpe abklemmt. Vielleicht hast du das gehört. Nee, das habe ich jetzt nicht. Die fahren denn mit, habe ich einen Bericht drüber gemacht, mehrere Leute werden also in einem Ausland, das ich jetzt nicht nennen möchte, in Richtung Osten, so viel kann man sagen, dann lahmgelegt und dann fährt das Auto noch einen Kilometer. Super. Super, ja. Haben wir aber drüber berichtet. Also, aber da kann ja nur auch der Ducato oder Fiat kann ja für dementsprechend nichts dafür. Ja, das sind ja andere Machenschaften. Aber wir sind mega zufrieden mit Fiat, mit dem Ducato. Ist die Nummer 1 eigentlich im gesamten Reisemobilsektor, dieses Chassis. Und hat sich fahrt es mal Probe. Also wer jemals geschimpft hat über eine 9-Gang ZF-Automatik, fahrt sie mal Probe. Guckt mal, wie fährt das Auto bei 100? Was ist das Geräusch, die Geräuschentwicklung? Das ist ja auch ein Thema. Die Leute werden immer sensibler, was Geräusche angeht, genau. Auch vom Aufbau, oder? Ja, hat sich auch mittlerweile viel getan. Wir versuchen auch massiv darauf zu achten, gerade Geräuschbildung immer weiter zu reduzieren. Ist natürlich bei einer fahrenden Ferienwohnung auf 6, 8, 10 Quadratmetern extremst schwierig, weil wir ganz viele Komponenten dabei haben, die einfach Geräusche während der Fahrt von sich geben können. Ob das ein Kochfeld ist, ob das ein Kühlschrank ist, ob das manche Möbelbauten auch sind, weil wir einfach
Schränke auch durch die Gegend fahren, ja, wie du es zu Hause gewohnt bist, ja, hat gesagt, da steht nur alles immer an einem Fleck, da kann es nicht wackeln. Wir sind ständig unterwegs, jeder kennt es, wenn ich irgendwo eine Schraube habe, die kann sich auch durch Rütteln mal lösen. All das müssen wir sicherstellen, dass das möglichst nicht passiert. Und dadurch kann es natürlich auch mal vorkommen, dass hier und da Geräusche während der Fahrt auftauchen, aber wir achten schon darauf, dass das nach Möglichkeit nicht der Fall ist. Ja, wir drehen ja die Filme nicht nur für die alten Fans von Detlefs, sondern für viele Menschen, die Detlefs gar nicht so auf dem Schirm hatten, die das noch kennen vielleicht von der Zeit Wohnwagen. Ihr baut schon sehr lange Reisemobile. Ihr seid einer der wenigen Hersteller, die Reisemobile und Wohnwagen quasi in gleicher Technik bauen, was sehr teuer ist. Mhm. Also das muss man auch sagen. Mhm. Ihr seid, ich sag mal, ein Hersteller, der, ich glaube, ihr habt am Anfang die Wohnmobile in Einzelfertigung gemacht. Ja, also wo ihr denn gestartet seid, das weiß ich. Also bei einem sehr kompakten. Da hatten wir vielleicht noch nicht die Serienproduktion. Ja, genau. Da ging es vielleicht noch ein bisschen anders her. Und mittlerweile ist da eine Taktzeit dahinter da. Geht sauberer. Das war ein Problem. Also ich weiß, dass ganz viele Kunden haben keinen bekommen. Die haben dann bestellt, haben lange drauf gewartet. Mhm. Mit den kompakten Reisemobilen habe ich vor 3 Jahren das erste Mal gedreht. Der hat es bekommen, war wie ein Schneekönig. Mhm. Und dann ist man reingegangen und hat gedacht, mein Gott, das kann doch gar nicht sein. So schmal und so viel Platz. Mhm. So wie wir es jetzt hier auch gerade so merken. Ja. Wir sind auch in einem sehr schmalen Fahrzeug mit 2,20 Meter Breite. Und mir zumindest geht es immer wieder, dass ich erstaunt bin über die Raumverhältnisse und das Platzangebot hier in dem Fahrzeug. So, jetzt zeigen wir mal ein bisschen was. Kochen kann ich auch, wenn ich möchte. Genau. Ihr habt hier eine spezielle Oberfläche gewählt, die habe ich eben mit der Kollegin schon begutachtet. Das ist kein reines Weiß, sondern so eine Holzstruktur. Das ist eine leichte Holzstruktur, um es einfach auch ein bisschen spannender zu machen. Wir achten natürlich bei allen Oberflächen darauf, dass sie abwaschbar, reinigungsresistent, also gegen Reinigungsmittel sind. Das ist soweit alles geprüft und getestet. Wollen aber einfach mit diesem Look and Feel da ein bisschen mehr reinbringen, dass es nicht zu langweilig wird. So, und dann hier vorne die Fenster. Ich gucke mal gerade raus. Ja, wir haben rahmenbündige Fenster, die hier mit drin sind. Das Ganze, sag mal, in dem Bereich, wo es auch sein muss. Nämlich, wenn ich koche, dann soll der ganze Dunst auch mal abziehen. Mhm. Das Fenster macht Sinn, aber es ist auch ein unglaublich oft benutztes Fenster, um mal zu gucken, was tut sich denn draußen vor meiner Tür. Ja klar, ist so ein bisschen so das Guckloch nach außen. Wer hat denn da gerade geklopft? Wobei auch die Fahrer oder die Aufbautüren Fenster besitzt. Aber hier, wie du es gerade gesagt hast, gerade beim Kochen wichtig, dass einfach der Dunst ein bisschen abzieht. Toi, 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 haben wir jetzt hier links daneben auch gleich die Aufbautür. Das heißt, bei schönem Wetter, was wir doch hoffen, was wir beim Campingurlaub dann auch haben, kann das Ganze auch ein bisschen abziehen hier. Und dadurch, dass wir eine kompakte Küche hier haben, bieten wir dann hier an der Seite dann dementsprechend auch noch eine Küchenerweiterung an. Die ist Serie? Die Serie, ja, das ist immer mit dabei, damit ich einfach ein bisschen mehr Abstellmöglichkeiten hier habe, weil wir, wie gesagt, schon im kompakten Segment hier unterwegs sind und da müssen wir ein bisschen schauen, wo kann ich denn schnippeln, wo kann ich mal was abstellen. Aber nichtsdestotrotz ist alles mit dabei. Wir setzen jetzt hier gerade bei diesen Fahrzeugen verstärkt auf 2-Flammenkocher. Auch da muss ich sagen, spüre ich einen Wandel am Markt. Ganz lange hieß es immer, es muss immer 3-Flammenkocher sein. Ich brauche 3 Flammen. Wir haben uns das lange angeschaut, lange auch überlegt, diskutiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass solch ein 2-Flammenkocher, wie wir ihn hier sehen, viel, viel funktionaler ist als der 3-Flammenkocher, weil ich bei 3 Flammen meist das Problem habe, dass ich eben nicht 3 Pfannen, 3 Töpfe parallel darauf betreiben kann, ja, weil die Abstände der einzelnen Kochplatten viel zu gering ist. Es sind aber 3 dann. Aber es sind 3, aber wenn ich sie nicht betreiben kann, dann bringt es mir auch nicht viel. Kann ich 2 Flammen wirklich komfortabel betreiben und habe eben den großen Vorteil, dass der Gesamtkocher nicht zu groß ist, mir also noch Arbeitsfläche in der gesamten Küche ermöglicht und trotzdem kann ich ein kompaktes Maß der Küche realisieren. Das sind alles so die Komponenten, die wir in der Überlegung mit einschließen und dementsprechend mitunter jetzt hier bei der Baureihe zum Beispiel 2-Flammenkocher. Ich bin ein ganz großer Fan von Gaskartuschenkocher, weil ich draußen nämlich das Zeug, was stinkt, habe ich draußen auf der Pfanne und hier drinnen mache ich eigentlich nur die Sättigungsbeilage, also was ich ein bisschen Reis oder Nudeln oder das Gemüse, was auch mal gedünstet wird, was hier reinkommt, was nicht so stinkt, denn die Leute wollen das Fett nämlich draußen halten. Klar. Das ist so. Du selbst campst auch? Ich selbst campe auch. Ich grille dann, um eben dann draußen die Gerüche zu haben und hier drinnen gar nicht viel zu machen. Ich gebe ehrlich zu, ich nutze den Kocher meist nur morgens, um mir Kaffee zu machen. Ansonsten bleibt der meistens aus. Sehr schön. Das Design muss ja, ich sag mal, zielsicher sein bei den Fahrzeugen. Das Grau gefällt mir unglaublich gut.
Ist der zeitlos? Macht der da Tests eigentlich oder ist das auf gut Glück? Ja, nee, es gibt sogar repräsentative Kundenumfragen, die wir in Auftrag geben zu solchen Themen. Gibt ja mittlerweile einen großen Research-Markt, ja, wo man all diese Themen abklopfen kann und nachfragen kann. So, ihr macht nicht Trial and Error? nicht immer, es wirkt zwar meistens so und wir fallen auch mitunter mal mit abgeprüften Informationen auf die Nase, aber nein, da wir fragen schon oft auch Zielgruppenkunden ab, anonym natürlich, jetzt nicht, dass hey, wir sind Detlefs und wir würden uns vorstellen können, sondern es läuft über separate Agenturen und da kommt dann eben bei raus, genau solche Themen, Mensch, wir brauchen zeitlose Geschichten, das wussten wir vorher schon, aber dieser Stoff kann es sein, dieser Farbton kommt sehr gut an, auch im Gesamtkonzept und du bestätigst es jetzt gerade, dass diese Nachfrage, dieses Erforschen eben richtig war und dass es den Zeitgeist dann dementsprechend trifft und ja klar, du siehst nicht andauernd jeden Tapser, auch wenn ich einen Hund habe, vielleicht ist nicht jeder Dreck mal zu sehen, wenn er da doch mit seinen Pfoten rauf aufs Polster kommt. Oder auch gerade wichtig bei Mietfahrzeugen, ja, die oft genutzt werden durch unterschiedliche Leute. Da ist ganz wichtig, dass wir in der Wohnwelt einen Stoff drin haben, der robust ist, der aber auch eben wenig schmutzanfällig ist. Thema automotive Qualität. Ihr verwendet den gleichen Stoff, nehme ich mal an, hier auf den Polstern hinten wie vorne an den Sitzen. Das heißt, die müssen hochreinigungsfähig sein? Ja, genau. Das sind alles natürlich wirklich geprüfte, langlebige Stoffe. Wir machen hier sogar einen extra Aufwand, dass wir, wie gesagt, die Sitze im Fahrerhaus extra beziehen. Bei Vollintegrierten setzen wir Zuliefersitze ein von Agouti hier. Dementsprechend bei Fahrerhaus, also bei Teilintegrierten, sind es die Original Fiat-Sitze, die wir dann hier im Werk sogar noch extra beziehen, damit die Fahrerhaussitze zu der Wohnwelt oder zu der Gurtbank und der gesamten Sitzgruppe auch passen, weil Fiat liefert uns ja nicht den Stoff, den wir hier hinten verbauen wollen, also machen wir die ganze Arbeit dann dementsprechend auch selber. So, man könnte sogar sich anschnallen gegen die Fahrtrichtung, was glaube ich nicht erlaubt ist, aber gegen die Fahrtrichtung wäre es rein theoretisch erlaubt, aber mit diesem Sitz eben nicht erlaubt. Ja? Also okay. Ich darf in Deutschland sowohl in als auch gegen die Fahrtrichtung angeschnallt sitzen, gegen die Fahrtrichtung sogar. Aber nicht mit dem Sitz. Nicht mit diesem Sitz, ja, aber gegen die Fahrtrichtung sogar mit einem Zweipunktgurt nur. Sprich also mit einem Beckengurt und in die Fahrtrichtung dann vorgeschrieben mit Dreipunktgurt. Cool. So, wir sind in einem sehr kompakten Fahrzeug, 7 Meter für alle, die jetzt das zuschalten. Wir sind bei der Firma Detlefs in Isny, das liegt in Baden-Württemberg, Nähe Bodensee. Was ist noch in der Nähe wichtig, Allgäu? Wangen, Ravensburg ist jetzt nicht ganz so weit weg. Ja, das sind so die Memmingen, das ist so das Dreieck hier. Sehr schön. So, wir gehen mal durch bitte, du bist Produktmanager. Ja. Zeig mir mal bitte das Bad. Ja, wir haben hier an der Seite das Badezimmer. Das Badezimmer nennst du das? Ich nenne es schon Badezimmer, weil wir haben hier jetzt wirklich für solch ein schönes, kompaktes Fahrzeug doch jede Menge Platz. Wir haben eine komplett separate Dusche mit an Bord, Toilette, Waschbecken und dementsprechend auch ein bisschen Bewegungsfreiheit und Platz hier im Fahrzeug. Ich zeige mal gerade was, dass man das sieht. Da ist die Schwenktoilette, die da ist. Da habt ihr auch, ich sag mal, verschiedene Lösungen in den größeren Klassen. Also da gibt es sogar bis zur Festtanktoilette bei größeren Modellen. Ja, bei Doppelbootfahrzeugen bieten wir auch die Festtanktoilette an. Klar, bei Einfachbooten, also hier beim Tiefrahmenchassis ist das schwer möglich. Da möchten wir den Tank nicht auch noch außerhalb vom Chassis installieren müssen und dann extra isolieren müssen. Ist natürlich ein Riesenaufwand bzw. ein Riesenkostenpunkt auch. Bei Doppelbootfahrzeugen bieten wir die Festtanktoilette an, ja. Ja, übrigens guter Tipp. Tedford kostet gar nicht die Welt. Die zweite Kassette gibt es als Reinigungskit. Genau, würde ich immer mitnehmen, ja. Mitnehmen, zweite Kassette einfach mitnehmen. Nur ein bisschen nicht, flexibler. Nicht ärgern, weil da kann man beide auf einmal reinigen. Dann hast du eine feste Tür. Das heißt, es hat hier zum Faltvorhang nicht gelangt, oder? Wir wollten es bewusst nicht. Das war ein Scherz. Genau, den haben wir eingespart und lieber gegen eine Holzschiebetür ersetzt. Einfach um den Schlafbereich ein bisschen vom Wohnbereich zu separieren. Zeig mal bitte. Genau, du schwenkst einfach hier schön rüber. Zack, kannst so sagen, okay, das ist mein Privatbereich. Mein Schlafbereich ist somit sauber abgetrennt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Besuch hast, die trinken hier was. Genau, vorne mein Wohnbereich und dementsprechend kann es hinten ein bisschen wilder aussehen. Gut. Guter Tipp ist übrigens, wenn ihr eine lange Wohnmobilbeziehung haben möchtet, liebe Männer, kauft euch entweder eine Frau, die genauso ist wie ihr, oder räumt auf. Es ist, denn Wohnmobile werden viel größer, wenn man aufräumt. Ja, genau, auf jeden Fall. Ist wie zu Hause eigentlich. So. Aber Aufräumen hilft immer, gerade bei den doch
begrenzteren Platz angeboten. Wirklich, lass nicht alles liegen, so wie ich. So, ich gehe mal durch. Einzellängsbetten mit Erweiterungsmöglichkeit. Kann man überhaupt noch was anderes verkaufen in Deutschland? Kaum. Leider. Wir würden gerne viel, viel mehr machen. Merken, dass wenn wir mit durchaus gewagteren Grundrissideen da an den Markt kommen, dass es gar nicht so abgenommen wird. Deswegen, also Einzelbetten sind das Nonplusultra. Die sichere Bank. Die absolut sichere Bank, ja. Und mit der Funktionalität, wie du sie erwähnt hast, dass ich also die Betten miteinander verbinden kann, also so ein Auszugselement hier in der Mitte habe, kann ich die Liegefläche dementsprechend auch noch erweitern und habe damit natürlich auch die Möglichkeit. Einzelbetten klingt ja immer so schön, ich muss komplett separat schlafen, das ist ja gar nicht der Fall, ja. Das ist eine Liegewiese, das heißt, ihr könnt auch... Das Kind kann mitfahren, das Kleinkind, was da ist. Ihr habt etwas ganz Tolles gemacht. Ihr habt hier oben keine Schränke hochgebaut, sondern ihr habt nur kleine Ablagefächer. Ja. Da werden, zumindest meine Frau wird jetzt schreien, wird sagen, mein Gott, da kann man keine Ordnung halten. Man muss da gar nichts reinlegen. Aber wenn, es kann nicht rausfallen. Genau, da ist extra ein Rausfallschutz. Das heißt, wenn ich hier hintergreife, dieses ganze Element hier vorne, der Rausfallschutz, ist gedacht eben für Bücher, für Taschentücher, für Brille, für mein Handy in der Nacht. Deswegen da hinten auch die Steckdose installiert. Also alles so Equipment, was ich zwischendurch einfach mal kurz rüber reinschmeißen möchte. Richtig aufgeräumt ist es natürlich dann in den Heckschränken, wo ich eine Klappe davor habe. Aber es war uns eigentlich funktionaler und praktischer erschien uns das ganze Thema, das da oben auch schön offen zu lassen. Gut, so, dann Schränke. Genau, da bin ich mal sehr gespannt. Unter den Fußenden immer die Kleiderschränke. Ich nehme mal hier noch den Karton raus, dann kannst du nachher da nochmal reinfilmen. Mhm. Auch hier drunter befindet sich noch ein Kleiderschrank, also zwei separate Kleiderschränke unter den Fußenden. Ist das möglich, das anzuheben von unten? Oder ist das oben zu? Bei denen hier? Ja. Nee, bei denen ist es fest. Ist fest. Das heißt also, ich greife rein, aber ich habe was ganz Tolles. Sind das da Schränke neben dir eigentlich? Ja, hier ist auch noch ein Kleiderschrank, genau. Echt? Also das heißt, ich habe nicht nur die Unterschränke als Kleiderschrank, sondern auch den da. Und da ist auch, ist das die Leiter fürs Bett? Genau, das ist die Bettleiter bzw. die Leiter fürs Hubbett vorne. Dann ist da der Aufbauteppich noch drin. Ich kann also hier über den Boden noch meinen Teppich legen. Klar, das ganze Equipment ist irgendwo im Fahrzeug immer verstaut. Wir wissen meist auch nicht wohin, um es dann schön repräsentativ zu halten. Packen wir es meist in die Schränke rein und wenn man dann da reinguckt, dann sieht man das wahre Chaos, deswegen nicht erschrecken. Der Kunde wird ja nach einigen Reisen feststellen, brauche ich die Leiter überhaupt? Denn ich kann ja auch hier aufsteigen. Man sieht, dass die Treppe, wenn ich jetzt keine Liegewiese habe, geht es auch ohne. Mhm. Und das merkt man recht schnell. Was ist auf der Seite bei dir? Das ist die Schiebetür, die wir gerade gezeigt haben. Ah, das ist die Schiebetür. Genau. Okay, genau. Weil es sieht aus wie ein Schrank vom Designer. Genau. Ja, nee, optisch gesehen ist gleich. Genau, hier war die Fallschiebetür drin. Hier der Kleiderschrank, dann Kleiderschrank unter den Fußenden. Stauraum nochmal in der Trittstufe, wo du gerade drauf stehst. Und man versucht wirklich jedes bisschen an Raum natürlich so auszunutzen. Ne? Der da. Genau. So, also das könnt ihr euch mal anschauen. Fachhändler, ganz wichtig für euch. Leute, ich meine, sollen das Ganze ja anfassen. Ist das neue Messekonzept der Fachhändler? Kannst du das sagen? Das neue Messekonzept, nein, ist natürlich schon wichtig, auch auf Messen zu sein, sich zu zeigen. Der Händler ist unheimlich wichtig in der direkten Kommunikation mit dem Kunden und er soll auch die Nummer 1 sein in dieser Reihenfolge. Aber wir wollen uns auch als Marke weiterhin präsentieren und werden auch wieder auf Messen dementsprechend präsent sein. Aber klar, lieber zum Handel als auf eine Messe. Ja. Weil ich sag mal, meine Videos, ich filme hier mit 10 mm Weitwinkel, da sieht alles groß aus. Jemand, der vielleicht ein bisschen korpulenter ist, für den ist alles was Großes klein. Jemand, der 2 Meter groß ist, bitte geht zum Händler, kauft das bitte nicht im Katalog. Nein, kann man doch. Also ich finde, ein Reisemobil kannst du nicht aus dem Katalog kaufen, auch nicht so tolle Bilder und 3D-Ansichten wir auch auf den Homepages zeigen und wie du jetzt filmst, du hast vollkommen recht, dass du musst dir einen eigenen Eindruck verschafft haben und als Neuansteiger bitte, bitte fahrt vorher eine Woche mit dem Mietmobil mal durch. MacRent, zufällig gibt es da eine Marke, die... Macht erstmal Erfahrung, was ist mir wichtig, was möchte ich dann für mein Traummobil auch bestellen und verbaut haben. Thema Gewicht nachher, alles verbauen kann ich meist nicht, weil sonst wird es zu schwer. Also da ist eine gewisse Erfahrung schon notwendig, weil es einfach extrem komplex ist und so ein Fahrzeug nachher und ich muss wissen, was will ich wirklich und deswegen vorher Erfahrung sammeln, vorher auf jeden Fall anschauen beim Fachhändler, ganz, ganz wichtig und sich da nochmal intensiv beraten lassen und alle Fragen einfach stellen, die man so hat. So, Kühlschrank, mach mal bitte auf. Gucken. Geht aber leider zu dir. Geht nur zu mir. Warte, ich komme mal kurz. Also der geht nicht ganz auf, aber es hat den großen Vorteil, hat nämlich diese ganz große, ich sag mal, Möglichkeit, die 2-Liter-Flaschen reinzustellen. Ja, genau, ja.
Genau, unten ist dieses Schubfach drin, um da, wie du gerade sagst, Getränkeflaschen gut abstellen zu können. Dann die normalen Stauböden für die Lebensmittel und in der Tür ist auch nochmal Platz. Also da passt schon ordentlich was rein. Es sind 142 Liter im Volumen, also da geht schon was. Das hier ist doch eigentlich ein tolles Wohnmobil, also es gibt ja ganz verschiedene Anforderungen. Viele Leute gieren ja dann auf die Liner. Eine ganz andere Klasse, ganz anderes Hobby, sage ich jetzt mal. Was sind das hier für Kunden? Sind das schon mal Leute, die doch das ganze Jahr unterwegs sind, hier mit so einem? Weniger. Also wir konzipieren, sage ich mal, diese Fahrzeuge, wie wir jetzt hier haben, Globus, eine Trendbaureihe, eine Justbaureihe, die konzipieren wir für die Frühjahr-Herbst-Nutzung. Optional kannst du jedes Fahrzeug bei uns mit einem Winterkomfort oder Winterpaket. Sommerpaket, nee, also mit einem Winterpaket ausstatten, dann wird es auch dementsprechend winterfest. Man spricht ja bei Reisemobilen von wintertauglich und winterfest. Wintertauglich ist jedes Fahrzeug, was wir ab Werk ausliefern, ist uns ganz wichtig. Deswegen auch ein Globus, wie wir ihn sehen, rein theoretisch kann ich ihn im Winter benutzen. Mhm. Oder zumindest bei kälteren Tagen. Was fehlen würde, ist wirklich die Isolierung des Abwassertanks, der außen hängt, die Isolierung der Leitungen, die außen lang laufen. Das Ganze kommt dann eben übers Winterpaket. Dann sind diese ganzen Themen isoliert, dann kann ich wirklich das Fahrzeug das ganze Jahr nutzen, kann im Sommer schön nach Spanien fahren und im Winter zum Skifahren in die Alpen oder sonstiges. Jederzeit möglich. Aber vom Grundkonzept her würde ich sagen, dass diese Standardbaureihen, die wir hier fertigen, wie ein Globus, wo wir drin sind, das ist mehr Frühjahr- bis Herbstnutzung. Die gehen im Winter meist dann ins Winterlager. Mhm. Wirklich Ganzjahresnutzung sind die Doppelbodenfahrzeuge. Die sind prädestiniert dafür. Ich habe einen heizenden Doppelboden, ich habe ein alte Warmwasserheizungssystem, ich habe super Isolierwerte. Habt ihr auch im Programm? Haben wir alles im Programm. Mitunter der XLI, den du vielleicht schon gesehen hast. Das sind Fahrzeuge für wirklich auch für Wintercamping ab Serienzustand. Aber wie gesagt, wichtig, ich kann jedes Fahrzeug dazu auch umrüsten. So eine Frage des Geldes. Hier vorne sieht man auch sehr schön nochmal im Vollintegrierten, welche Panoramasicht ich hier habe, die wirklich unglaublich toll ist. Deswegen schaut euch das Ganze mal beim Händler an. Ihr habt über 90 Händler im Dachraum. Das ist viel. Ihr habt noch viel mehr Servicepartner, also die wirklich dann auch Service machen können und so weiter. Frankreich, wie sieht es da aus? Habt ihr viele Händler in Frankreich? Ebenfalls, ja. Frankreich ist ja der zweitgrößte Markt oder stärkste Markt für uns. Auch da sind wir mit jeder Menge Händlern und Servicepartnern vertreten. Genaue Anzahl habe ich jetzt nicht direkt parat. Aber klar, gerade in den Kernmärkten, da sind wir vertreten. Wir wollen eine nahbare Marke, ein nahbares Unternehmen sein und dementsprechend immer gut erreichbar sein. Schön. Komm, wir gehen mal raus, dass wir das zeigen. Jetzt werden viele sagen, naja, zeigt doch mal das genauer. Schaut es euch beim Händler an, denn es gibt so viele Baureihen. Sag mal, es gibt nur dich jetzt als Produktmanager, weil ihr habt ja ein unglaublich breites Sortiment. Also kommst du damit zurecht mit der Arbeitszeit? Deine Frau schaut zu. Genau, einen Tag könnte mehr als 24 Stunden haben, das ist schon richtig. Nein, ich bin nicht alleine. Wir sind zu zweit im Produktmanagement für Reisemobile und die gesamte Marke Detlefs basiert mittlerweile auf vier Säulen, auf dem Reisemobilbereich, auf dem Caravan-Bereich, auf dem Campervan und auch auf dem Urban Vehicle-Bereich. Und für jedes Segment, für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Produktmanager, sodass ich also schon ein überschaubares Segment, sage ich mal, zu verantworten habe, allerdings aber auch das größte und das vielfältigste. Von daher geht die Arbeit Gott sei Dank nie aus. Sag mal, wenn ich das jetzt sehe und sage, hey, das ist ja genau mein Beruf, was hast du vorher gemacht eigentlich? Studiert. Was war BWL? Ich habe sehr einfach BWL studiert, ja, habe dann innerhalb der Hümer-Gruppe ein Trainee-Programm gemacht, um einfach so den Einstieg in Wirtschaftsunternehmen zu finden. Mir war damals noch gar nicht klar, dass ich in den Reisemobilbereich gehen möchte. Und habe dann dementsprechend Blut geleckt, hier in dieser Branche mit der Urlaubsform zu arbeiten. Bin dann bei Detlefs auf einmal gelandet. Aber kann ich jedem empfehlen, in der Hümer Group auch ein Trainee-Programm zu machen. Das ist ein super Einstieg. Man lernt alle Leute, alle Marken kennen. Und das war die beste Grundlage eigentlich für meine Arbeit dann, die ich jetzt hier dann dementsprechend schon seit 11 Jahren mache. So, er sagt, ich hätte auch zu Google, zu Facebook und SAP gehen können, aber ich bin zur Hümer Group gegangen, weil es das Thema Freizeit ist. Und lebt man das auch, das Thema Freizeit, bei euch im Unternehmen? Weil die Kunden sind ja extrem entspannt beim Händler, viel, viel entspannter als im Automobilsektor, wo es ja oft nur Nutzfahrzeuge sind. Wir leben es auf jeden Fall mehr. Also es ist schon ein Arbeiten mit der Urlaubsform. Das heißt, wir sind regelmäßig auch selber mit unseren Fahrzeugen unterwegs, klar, um Erfahrungswerte zu sammeln.
um nicht komplett, um überhaupt zu wissen, wovon wir da reden, was wir da verkaufen. Aber du merkst diese Entspanntheit, Urlaub zu verkaufen und zu produzieren oder Urlaubserlebnisse zu ermöglichen, die merkst du auch bei uns im Unternehmen tagtäglich und das begleitet eigentlich so die tägliche Arbeit und das macht es erst schön, das macht richtig Spaß daran. So ist es. Also, wenn ihr das haben möchtet, man kann ihn übrigens sehr sparsam fahren. Ich fahre im Moment ein 3,5 Tonnen Fahrzeug mit 9,9 Litern. Und das geht wirklich und fahre, ich glaube, 97. Also das ist so Tempomat. Es funktioniert. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank dir, Florian. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.